Schade, dass sich Alexander Hagmann in So. Dunkelheit hüllt. Wir haben jetzt Zoom mit Facebook gekoppelt und ich möchte erst einmal alle Zuschauenden auf Facebook und alle hier im Zoom-Talk begrüßen. Herzlichen Dank, dass Sie heute Abend mit dabei sind. Mein Name ist Boris Eldachsen. Ich verantworte die digitalen Auftritte der DFA. Und heute Abend haben wir zu Gast Anna Gripp. Herzlich willkommen, Anna. Anna ist im Vorstand der DGPH und die Chefredakteurin von Fotonews Hamburg. Und Anna wird mit Jürgen Skriba, dem DFA-Geschäftsführer, uns einige Insights geben über die Gründung des Deutschen Fotorats. Der Deutsche Fotorat wurde in den letzten Monaten gegründet. Wann genau, das können uns auch Anna und Jürgen sagen. Letzte Woche gab es dann eine offizielle Pressemitteilung der vier beteiligten Verbände. Das waren DFA, DGPH, BFF und Freelance. Und wir werden jetzt erst einmal uns darüber unterhalten, wie es dazu gekommen ist, wie die Idee entstanden ist, wie die Zusammenarbeit und der Weg zur Gründung war und was es seitdem auch als Echo gegeben hat. Wenn es Fragen gibt, dann gerne zwischendurch sich einschalten, entweder hier über Voice-Kommentar oder Handheben oder auf Facebook über Kommentare. Das schaue ich auch an und gebe ich dann in den Zoom-Call. Ja, liebe Anna, lieber Jürgen, wann ist die erste Idee dazu entstanden und warum? Ja, dann fange ich mal an, Jürgen, in Na Ordnung. klar. Ja, ich grüße alle aus Hamburg. Ja, tatsächlich bin ich im Sommer auf den Kulturrat so richtig aufmerksam geworden, habe mir intensiv die Webseite angeguckt und habe gedacht, komisch, warum gibt es da eigentlich nicht die Fotografie? Und dann habe ich Sommer mich 2020, oder? im Sommer 2020, ja, richtig Ja. sagen, im Sommer 2020. Und ich hab recherchiert und dann hab ich herausgefunden, es gab tatsächlich die Fotografie mal für eine kurze Episode im Deutschen Kulturrat, nämlich tatsächlich auch durch die Deutsche Gesellschaft für Fotografie, die für etwa 2 Jahre Mitglied im Deutschen Kunstrat war. Das war aber nur eine Episode von 2 Jahren, hat sich nicht bewährt und seitdem taucht die Fotografie nicht auf. Und dann habe ich einfach recherchiert, habe mit meinen DGPH-Kollegen gesprochen und wir haben gedacht, das müssen wir ändern. Vielleicht sage ich noch mal kurz was zum Kulturrat für die, die es nicht so wissen. Der Deutsche Kulturrat wurde vor knapp 40 Jahren gegründet und im Grunde auf Betreiben der Politik, die sagte, wir können nicht immer mit ganz vielen verschiedenen Kulturverbänden reden, sondern wir müssen das kanalisieren. Es ist wichtig, dass es da eine Struktur gibt, dass es Dachverbände gibt, dass es Ansprechpartner gibt. Daraufhin wurde der Deutsche Kulturrat 1982 gegründet mit 8 Sektionen, darunter zum Beispiel Musik, Literatur, Design, Film, Baukunst, aber eben keine Fotografie. Und als uns das bewusst wurde in der DGPH, und die DGPH versteht sich ja als Dachverband, da haben wir gesagt, das müssen wir ändern und wir sprechen die anderen Verbände an. Und so ging das Ganze los. Willst du übernehmen, Jürgen? Ja Sonst klar, also ich meine, für monologisiere uns, ich hier so lange. ich denke, wir als DFA haben das in der Tat, glaube ich, das erste Mal dann Anfang dieses Jahres erfahren von dieser Initiative. Ich glaube, unser erster Zoom-Call war im Januar, ne, dieses Jahr. Genau, ich habe dann erstmal angefangen, also die 3 anderen Verbände anzuschreiben. Und wir hatten tatsächlich unser erstes Zoom-Meeting mit den 4 Verbänden am 26. Januar 2021. Und Da waren wir uns ja eigentlich alle relativ einig, dass das eine gute Idee ist. Also eigentlich haben alle gesagt, warum eigentlich nicht vorher? Ja, ja. das ist ja eine Frage, die wir uns ja bis heute stellen. Ja, warum hat das keiner mal überhaupt überlegt in den letzten 10, 20, 30 Jahren? Ich glaube, du sagtest vorhin, Gottfried Jäger meinte auch, warum hat er das nicht selber schon vor 30 Jahren gemacht? Das sind halt alles so Ja, Fragen, die man sich erst hinterher stellt. ich denke tatsächlich, das ist ein Vorwurf, den wir alle und viele Leute sich machen können. Wir hätten das längst in die Wege leiten können, aber besser spät als nie, würde ich mal sagen. Auf jeden Und Fall. tatsächlich fand ich das sehr ermutigend, Gottfried Jäger. Ich glaube, es gibt wenige Menschen in der deutschen Fotoszene, die so bewandert sind.
auch was Verbände betrifft. Er war lange im DFA oder damals noch GDL-Vorstand aktiv. Er war lange im DGPH-Vorstand aktiv. Er ist beim BFF-Berater gewesen. Und der sagte gestern zu mir: Anna, ich verstehe gar nicht, warum ich da nicht selber drauf gekommen bin. Und das fand ich eine unheimlich schöne Ermutigung auch, weil, wie sich alle vorstellen können, die ein bisschen was mit Verbänden zu tun haben, das ist natürlich erstmal auch irgendwie mühsam. Also man muss bestimmte Dinge beachten. Wir haben uns, also Gott sei Dank haben wir durch den BFF, der hat eine wunderbare Justiziarin, Dorothee Lanz, nochmal von dieser Seite ganz herzlichen Dank. Die hat uns zum Beispiel sehr geholfen, den Gründungsvertrag und die Geschäftsordnung aufzusetzen, dass das auch alles stimmig ist. Dann mussten wir uns natürlich einig werden. Und ich denke, wir können da wirklich stolz auf alle sein, die jetzt beteiligt sind, dass wir das doch in so einer relativ kurzen Zeit unter Corona-Bedingungen hinbekommen haben. Und ich bin da wirklich richtig glücklich drüber. Ja, ich glaube, das sind wir alle. Also ich muss ja gestehen, dass wir als DFA oder ich auch ganz persönlich ja mit diesem ganzen Verbandswesen eigentlich bisher noch gar nichts so am Hut hatten. Also wir haben engagierte Mitglieder, wir machen unser Ding, wir machen unsere Tagungen und so, aber wir haben, da wir ja auch als DFA in dem Sinn kein Berufsverband sind, ja mit diesen politischen Dingen bisher eigentlich nichts zu tun gehabt. Also wir hatten auch nie den Drang oder die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel politisch für irgendwelche Arbeitsbedingungen von Fotografen einzutreten oder so. Und insofern war das für uns ja wirklich auch neu zu sehen. Da gibt es Verbände und Dachverbände. Und es war ja auch nicht so unaufwendig, jetzt allein mit diesen vier Gründungsverbänden dann an diesen Formulierungen zu feilen von Geschäftsordnung und Antrag und so. Und ich glaube, wenn wir jetzt mehr als die vier in dieser Gründungsphase gewesen wären, dann wären wir wahrscheinlich auch nicht so schnell zu einem Ergebnis gekommen. Das war klug, dass wir uns auf die vier erstmal beschränkt haben. Es werden auf jeden Fall ja mehr werden. Da sind wir uns ja einig. Das ist ja auch wichtig im Sinne der Lobbyarbeit. Aber da gebe ich dir recht. Also die Abstimmung wäre sonst sehr kompliziert gewesen. Und ich meine, was du sagst mit dem, wir haben da nicht so viel Erfahrung, wir sind jetzt mit DFA und DGPH zwei Vereine, Verbände, die ja beide gemeinnützig sind, die sich eher als Kulturverbände verstehen, die auch eine Kulturarbeit machen. Bei BFF und Freelance ist das natürlich anders, die sind es sehr wohl gewohnt, im Sinne eines Berufsverbandes für ihre Mitglieder auch bestimmte Dinge durchzukämpfen. Und das ist aber ja auch eine interessante Kombination. Da können wir ja auch alle voneinander lernen. Und ich denke, das ist jetzt schon eine Bereicherung im Austausch. Ja, ich habe da noch eine Frage zur Geschichte, Anna. Du hast gesagt, die DGPH war kurzzeitig mal über den Kunstverband im Kulturrat mit dabei und ist dann wieder rausgegangen. Was hat da nicht geklappt oder was waren die Gründe dafür? Weil man könnte ja auch sagen, man könnte das Medium Fotografie in Kunst, Design, andere Medien einordnen und dann werden die von unterschiedlichen Verbänden abgedeckt. Sicher, also das ging damals, die DGPH ist ja, hat ja verschiedene Sektionen, denen sich die Mitglieder zuordnen können. Das ist Bild, Bildung, Geschichte, Archive, Kunstmarktrecht und Wissenschaft und Technik. Und die Initiative, in den Deutschen Kunstrat zu gehen, der wiederum ein Dachverband ist und als Dachverband Mitglied im Kulturrat, die ging damals von der Sektion Kunstmarktrecht aus, insbesondere von Bernd Fechner. Und ich denke, es ist daran gescheitert, dass das eine einzelne Initiative war, die nicht wirklich verankert war in der gesamten Deutschen Gesellschaft für Fotografie und auch nicht wirklich verankert sein konnte. Also das war vielleicht ein Interesse an der Kunstszene, was auch sicherlich berechtigt und gut war, aber das wurde natürlich nicht getragen von den 1000 Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für Fotografie, weil die Verengung auch keinen Sinn macht. Und das ist ja auch unser Hauptargument, dass wir sagen, die Fotografie ist so breit und jetzt schon allein mit den vier Gründungsverbänden spiegelt sich das ja schon wieder. Wir haben da traditionell Freelance, die eher vom Journalismus herkommen.
der BFF, der eher von der Werbefotografie kommt. Das ist aber alles ja auch, die Grenzen sind ja immer fließender. Die DFA eher mit dem künstlerischen Anspruch, die DGPH mit den verschiedenen Sektionen. Das ist so breit, und wenn man das aufteilen würde und sagt, ihr geht jetzt mal zum Design, ihr geht zu den Medien, ihr geht zur Kunst, das wäre uns ja überhaupt nicht mitgeholfen, und das würde auch der Bedeutung der Fotografie als eigentlich das Kulturmedium schlechthin ja überhaupt nicht gerecht werden. Und da waren wir uns ja auch alle einig. Also wir müssen die Fotografie als Gesamtheit vertreten. Was ich ja ganz interessant fand, war, dass wir schon in dieser Diskussion unter uns vier Verbänden ja auch schon so gemerkt haben, dass dann manchmal einer den Finger hebt und sagt, ja, aber Fotografie ist ja nicht nur Kunst. Ja. Wo wir dann als DFA wiederum sagen, ja, und künstlerische Fotografie ist keineswegs irgendwie nur Düsseldorfer Schule. Ja? Also wir als DFA haben immer das Gefühl, dass man sozusagen außerhalb der engeren Szene künstlerische Fotografie immer gleich so mit Bechers und diesen ganzen Leuten in Verbindung bringt und wir da ja noch so ein Kosmos außenrum sind. Und wenn man dann mal mit den anderen Verbänden spricht, stellt man fest, die gucken ganz argwöhnisch sozusagen auf die Kunstfotografie, was auch immer sein muss, und sagen, ja, aber da gibt es doch noch das und das und das. Und ich glaube, spätestens an dem Punkt wird einem klar, dass das ja überhaupt nicht funktionieren kann, wenn man die Fotografie als Ganzes irgendwie versucht, in so eine Sparte irgendwie zu integrieren, wo auch schon jede Menge Kunstformen drin sind. Ja, und es gibt ja sicherlich auch sehr viele Mitglieder, die in mehr als einem Verband Mitglied sind. Ja, also da fallen mir sehr viele ein, die in DGPH und DFA sind und vielleicht auch ein paar, die bei Freelance und bei BFF sind. Also in dem individuellen Kosmos sind diese Welten schon miteinander kombinierbar. Wie lange war denn jetzt der Prozess? Also Anna, du hast vorhin gesagt, der erste Zoom-Call, der war im Januar. Richtig. Ja. Und wie viele Zoom-Calls hat es gebraucht bis dann zur Pressemitteilung letzte Woche? Oh, müsste ich jetzt zählen, 6, 7? Ich hätte auch gesagt, keine 10, aber also, ein bisschen mehr als 5. Also wir haben uns tatsächlich, die Gründung war Ende Juni. Wir haben uns dann auch ganz bewusst alle gesagt, wir werden das erstmal nicht kommunizieren. Wir geben das auch nicht breit in die Mitgliedschaft, weil es war uns wichtig, da auch, ja, auch was die Formulierung der Pressemitteilung und so betrifft, das einfach gut miteinander abzustimmen und das nicht einfach irgendwie chaotisch laufen zu lassen. Wir haben dann ziemlich Tempo gemacht, dass wir das vor der Sommerpause hinkriegen. Alles natürlich immer per Zoom. Da haben wir dann auch das Bild gemacht, oder Jürgen hat dankenswerterweise den Screenshot gemacht, den wir jetzt auch ein bisschen rumgeschickt haben. Und wichtig war das halt, weil wir ja den Antrag auf Mitgliedschaft im Deutschen Kulturrat gestellt haben. Da gibt es einfach eine Frist, und wir wollten das auch nicht auf den letzten Drücker machen, dass das auch rechtzeitig kommuniziert werden kann. Also so war der Ablauf. Und dann war die letzte Hürde sozusagen noch, diese Pressemitteilung miteinander abzustimmen. Und auch da muss ich sagen, ich finde das einfach prima und auch eine schöne Erfahrung, dass es dann doch bei aller unterschiedlicher Gewichtung auch funktioniert. Ja, also was ich gesehen habe auf unseren Social-Media-Kanälen, war halt einhellige Begeisterung. Ja, also da waren so viele Kommentare wie noch nie drunter, die alle gesagt haben, das ist eine super Idee. Jetzt haben wir hier eine erhobene Hand, Christoph Linsbach. Vielleicht nehmen wir Christoph einfach mal rein mit der Frage. Ja, vielen Dank, Boris, dass ich kurz einsteigen kann. Ich habe Erfahrung mit Verbänden aus 30 Jahren beruflicher Tätigkeit und habe mir natürlich auch, als ich davon hörte, dass ein deutscher Fotorat gegründet wurde, gleich gedacht, warum nicht längst? Aber dazu ist ja schon einiges gesagt worden. Ich finde, es war längst überfällig, ganz klar. Und man kann nur gratulieren allen Beteiligten. Ich würde gerne auf zwei Aspekte hinweisen. Einmal, der Kulturrat ist natürlich sehr breit angelegt und eine große Institution, die vielfältigste Interessen vertritt. Und man muss sich natürlich sehr genau überlegen, inwieweit man seinen eigenen Interessen im Bereich Fotografie sozusagen dort auch gut vertreten wird.
Das kann bei übergreifenden Themen der Fall sein, aber bei fotografiespezifischen Anliegen, denke ich, muss sich der Deutsche Fotorat und werde ihr sicher auch genau überlegen, wie ihr Politik adressiert und mit welchen Inhalten und welchen Forderungen und Anliegen ihr auf Politik zugehen wollt. Vielleicht gibt es ja auch schon einen konkret ausgearbeiteten Plan. Also ich fände es wichtig, dass man sich da Gedanken macht und das vielleicht an erste Stelle stellt, vor sozusagen den Hoffnungen auf positive Auswirkungen der Mitgliedschaft im Kulturrat. Also die vier Verbände, es können ja vielleicht noch mehr werden, repräsentieren schon Fotografie in Deutschland. Das können Sie für sich in Anspruch nehmen. Und ich glaube, dass es viele Anliegen gibt, mit denen man an die Politik herantreten kann. Förderung der künstlerischen Fotografie bei der DFA ist ja ein Anliegen, das sich sozusagen auch in Ansprache an Politik gut übersetzen lässt. Nur man muss, glaube ich, ganz genau wissen, was man von Politik möchte. Das wäre mein Beitrag. Herzlichen Dank. Ja, das heißt, eine Frage gibt es jetzt keine. Das war nur noch mal ein Kommentar. Das war noch mal ein Kommentar, aber ja. Die Frage, die dahinter steckt, ist natürlich, wie weit seid ihr sozusagen in der konkreten Umsetzung eurer Vorstellung oder Formulierung von Vorstellungen an Politik? Was wollt ihr sozusagen erreichen, wenn ihr mit Politik in Zukunft sprechen werdet? Da muss ich gestehen, wir haben noch kein ausgearbeitetes Manifest oder so in der Schublade. Mir persönlich ist in letzter Zeit häufig aufgefallen, dass sich dieses Fehlen der Fotografie als eigene Sparte ja ganz weit durchzieht, bis runter auf die Verwaltungsebene. Also wir als DFA haben schon den einen oder anderen Förderantrag gestellt, jetzt im Hinblick auf diese ganzen Pandemieprogramme. Wir haben zum Beispiel gerade einen Antrag bei Kulturgemeinschaften genehmigt bekommen und laufen zur digitalen Content-Erstellung und stellen da gerade einen Folgeantrag. Da fällt mir zum Beispiel auf. Bitte? Okay, gut, Papa. Irgendjemand hat sein Mikro an. Sollte es LS? LS kann vielleicht sein Mikro ausstellen. Ich habe da mal kurz auf Mute gedrückt. So. Und da fällt mir zum Beispiel auf, wenn man da so ein Online-Antragsformular ausfällt, dann ist da so ein Pull-Down-Menü, welcher Sparte man diesen Antrag stellt. Und da findet man ja darstellende Kunst, Film, Puppentheater und alles Sonstiges. Ja? Also es gibt so, weiß ich nicht, 8 oder so oder 9 Sparten, die da vorgegeben sind. Fotografie nicht, ja? Film schon und Theater natürlich und sogar die feine Unterscheidung zwischen Tanz und Tanztheater, aber Fotografie nicht. Und das sind natürlich schon so interessante Fragen, wo ich glaube, es erstmal um so ein generelles Bewusstsein geht, dass es Fotografie tatsächlich so als eigenständige Form gibt. Ja, ich möchte vielleicht auch nochmal auf Christoph Linsbach antworten. Also vielen Dank für die Anregung. Sie haben natürlich absolut recht. Und nach diesem Kraftakt, dieser ganzen Antrag und Gründungsvertrag und so weiter, geht das natürlich weiter und wir werden das auch konkreter formulieren und auch konkreter abstecken, wo wir wie auch zusammen voranschreiten. Das große ganze Fördern der Fotografie, des kulturellen Erbes, das ist ja klar, das schreiben wir uns alle auf die Fahne, aber ich gebe Ihnen absolut recht, da müssen jetzt die nächsten Schritte folgen und ich würde da einfach um ein bisschen Geduld bitten. Ich denke, der nächste Zoom-Call wird sicherlich im Oktober sein und dann geht es auch weiter. Und das wird sich auch, wird ja, denke ich, auch von uns allen vermittelt werden. Meine Frage vorhin, bevor Christoph kam, war, jetzt ist ja die Pressemitteilung erstmal veröffentlicht worden. Was gab es für ein Feedback aus der Presse und von privaten Personen? Also einiges wurde ja schon erwähnt. Also ich habe ja auch den Newsletter für die DFA rausgeschickt und innerhalb von 5 Minuten war die begeisterte Antwort von Gottfried Jäger da. Mhm. Wie erging es euch beiden? Jürgen, du zuerst, oder? Ja, also wir haben, glaube ich, beide je ein Radiointerview gegeben, was ich auch irgendwie lustig fand, dass ausgerechnet Radio sich für Fotografie eignet. Aber es ist so,
Ansonsten haben wir, glaube ich, so diverse ja, Echos auf die Pressemitteilung bekommen. Aber in der Tat fand ich interessant wirklich die größte direkte Feedback so über die ganzen Social-Media-Kanäle. Das zeigt, glaube ich, auch, dass wir wirklich gut so in der Fotoszene eigentlich verankert sind und die ganzen klassischen Medien und sonstigen Kanäle das erst noch merken müssen. Und Anna, wie war das für dich? Ja, also jetzt, was die direkten Rückmeldungen betrifft, ähnlich positiv, also auch auf Facebook, und ich habe E-Mails bekommen, ich gratuliere und so, also das war eine schöne positive Welle, dass der Deutschlandfunk ein Interview mit mir gemacht hat. Da hatte ich in Absprache mit den Gründungsverbänden die Erlaubnis, vorab einen Redakteur vom Deutschlandfunk zu informieren, und damit konnten wir das schon am Tag der Pressemitteilung planen und auch durchführen. Das war natürlich eine sehr schöne Sache. Und dann gab es auch eine kleine Bemerkung von Freddy Langer in der FAZ, was dann doch sich auch als sehr schön erwiesen hat, weil ich kriegte am gleichen Tag einen Anruf von einem Mitarbeiter von Frau Grütters darauf hin. Und dann merkt man doch, das sind so diese kleinen Dinge, die halt auch wichtig sind und die Sache ins Rollen bringen. Und ich denke aber, wir müssen da auch noch ein bisschen Geduld haben, weil das ist jetzt eine Woche her mit der Pressemitteilung, und ich denke schon, dass da auch noch was kommt und wir natürlich auch nachlegen werden, um das Ganze vielleicht auch besser fassbar zu machen, weil Jürgen Skriber hat das, glaube ich, am Anfang erwähnt, ja, wir sind gar nicht so zu Hause in dem Thema Verband und so. Das ist ja ein Spagat, der, glaube ich, grundsätzlich bei Fotografie und Verbänden immer irgendwie zu leisten ist. Also viele, die jetzt aktiv mit Fotografie zu tun haben, denen sind ja Verbände und Vereine erstmal irgendwie auch vielleicht ein bisschen weit weg oder manchmal sogar suspekt. Also dieses mit Fleisch füllen sozusagen einer solchen Idee, und das denke, da ist ein Kompliment an euch auch in der DFA, das macht ihr ja auch mit Social Media sehr lebendig, das ist etwas, was dann auch dieses Thema weiter vorantreiben wird, da bin ich ganz sicher. Jetzt gab es ja auch eine kritische Rückmeldung, vielleicht gehen wir darauf kurz ein, der ein oder andere hat vielleicht einen Artikel von Thomas Gerbers in der Profifoto gelesen, der Meinung war, es wurde doch erst vor 2 Jahren ein Dachverband gegründet, die sogenannte Initiative BILD. Jetzt gibt es da aber einen großen inhaltlichen Unterschied zwischen der Initiative BILD und dem Deutschen Fotorat. Vielleicht könnt ihr das noch mal ein bisschen verdeutlichen. Ja, die Initiative BILD, das erste Treffen dazu, erinnere ich mich, fand auf der letzten Fotokina in Köln statt. Also da war damals auch der Fotoindustrieverband mit eingebunden. Kennen lud mit ein, und die Initiative BILD hat sich von Anfang an sehr an das Wirtschaftsministerium gerichtet. Also das ist einfach ein anderer Kanal, der da bespielt wird. Deswegen ist man natürlich trotzdem Initiative BILD, es steckt ja schon ein bisschen in dem Namen, geht es auch da um die Wertschätzung der Fotografie, aber das ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor. Und insofern denke ich, dass man diese beiden Dinge nicht miteinander vergleichen kann und dass auch für einen Verein wie den BFF es durchaus Sinn macht, in beiden Bereichen aktiv zu sein. Es geht ja immer um Lobbyarbeit, und die Lobbyarbeit kann genauso sinnvoll in Richtung Kultur wie in Richtung Wirtschaft gehen, weil die Fotografie ist ja nun auch ein Wirtschaftsfaktor. Gerade die BFF-Fotografen sind da mit der Werbefotografie oder auch die Fotojournalisten, das ist natürlich es geht ja nicht nur um die schöne Kunst und die Kultur, es geht auch um Wirtschaft. Und deswegen, denke ich, kann man das nicht vergleichen. Das heißt, der eine Verband kommt jetzt idealerweise beim Wirtschaftsministerium an und der andere beim Kultusministerium. Und so schlägt man gleich zweimal in der Politik auf. So sehe ich das, ja. Ja, man kann es nicht, ja. Ja, also ich weiß, dass der BFF jetzt auch über die nächsten Tage in Hamburg auch Thomas Gerbers treffen wird. Und dann können die das nochmal erklären. Also die haben auch ähnliche Worte benutzt wie ihr jetzt. Weil der BFF ja der einzige Verband ist, der in beiden Initiativen mit dabei ist. Ja, so dass wir hier nochmal auch eine,
inhaltliche Trennschärfe gemacht haben. Aber wie man sieht, je nachdem, wie der Verband ausgerichtet ist, kann es für einen auch interessant sein, im Wirtschaftsministerium aufzuschlagen. Ja, die Frage ist, wie geht es von hier aus weiter? Also der Deutsche Kulturrat, der hat jetzt wohl mitbekommen, dass der Deutsche Fotorat gerne neues Mitglied werden würde. Soweit ich weiß, ist nächste Woche, glaube ich, eine Sitzung. Ist das richtig? Das ist korrekt. Am 30. September ist die Mitgliederversammlung vom Deutschen Kulturrat, wo dann abgestimmt wird. Ist die öffentlich oder ist die geschlossen? Nein. Ja. Also auch wir sind nicht dabei, wenn das die Frage ist. Nein, wir müssen jetzt harren, was da für Rauch aufsteigt. Ja, muss man da warten bis zum Schluss oder habt ihr persönliche Kontakte, die euch auch schon Zwischenergebnisse geben können in der Debatte? Keine Ahnung, da bin ich jetzt echt überfragt. Also was wir sagen können, wir hatten ja ein sehr schönes und ausgiebiges Gespräch mit dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann, per Zoom. Das ging, glaube ich, 1,5 Stunden. Das war äußerst interessant. Er hat uns auch ein bisschen von der Historie und wie das so abläuft mit Ausschüssen. Es gibt ja thematische Ausschüsse. Es gibt wie die Struktur so aufgebaut ist. Er ist ein großer Befürworter der 9. Sektion Deutscher Fotorat, aber er ist jetzt nicht der alleinige Mensch, der das zu entscheiden hat. Und insofern müssen wir das jetzt einfach abwarten. Aber ich bin mir sicher, dass es eine Wirkung, also dass wir in irgendeiner Form da eine Präsenz haben werden. Wir müssen nur einfach gucken, wie das wann vorangeht. Jetzt gibt es hier eine Frage aus dem Zoom-Zuhörerinnen von Manuela Bust. Welche Bestrebungen gibt es, auch junge Fotografinnen im Verband teilhaben zu lassen? Ich denke, das ist nicht ganz die richtige Frage, beziehungsweise diese Frage müsste man an jeden einzelnen Verband innerhalb des Deutschen Fotorats stellen. Es ist ja jetzt nicht so, dass der Deutsche Fotorat ein neuer Verband ist und man kann jetzt sagen, hallo, ich bin Fotografin, ich möchte Mitglied im Deutschen Fotorat werden. Das geht nicht und ist auch nicht der Sinn der Sache. Aber man kann als junger Fotograf zum BFF gehen, man kann zu Freelance gehen, man kann bei der DFA, so wie ich das von euch kenne, sagen, ich möchte gerne mal auf eurer Mitgliederversammlung präsentieren und vielleicht überzeugt man dann und kriegt dann auch die Möglichkeit einer Mitgliedschaft. Wir haben eine Junior-Mitgliedschaft zum reduzierten Preis. Das kannte ich noch nicht. Okay. Also, trotzdem kurz, eines Berufungsverfahrens bedarf. Kurz gesagt, unter 30. Das ist immer eine Sache der einzelnen Verbände und die haben da jeweils ihre eigenen Strukturen und Aufnahmeverfahren. Ja, wie gesagt, wir sind ein Dach, also der Fotorat ist ein Dachverband. Das heißt, in dem Fotorat sind nicht Fotografen, sondern Verbändemitglied. Und wir werden uns ja auch bemühen, auf weitere Verbände zuzugehen. Allerdings, auch da sind wir an die Satzung des Kulturrats gebunden, an denen sich ja unsere Geschäftsordnung orientiert. Das heißt, auch da nehmen wir nur Verbände auf, die bundesweit agieren. Ne? Das sollte man vielleicht auch noch mit dazu sagen. Das heißt, wenn es einen bundesweit agierenden Fotoverband gibt, der sich speziell an fotografischen Nachwuchs richtet, dann wäre das genau die richtige Adresse für uns, mit denen zu sprechen, ob die nicht auch mit in den Fotorat möchten. Aber wie gesagt, wir haben auch da schon angefangen, mit Verbänden zu sprechen und stoßen auch da auf sehr positive Resonanz. Gibt es noch eine weitere Frage? Wir haben noch einen Kommentar von Roland Rast. Wäre vielleicht die Datenschutzthematik ein lohnendes Thema beim Lobbying? Damit ist wahrscheinlich das Problem der DSGVO beim Erstellen einer Fotografie gemeint, oder? Ja. Ich meine, diese ganzen Themen, Urheberrecht, DSGVO und so, die brennen natürlich allen Fotografinnen und Fotografen in irgendeiner Form auf den Nägeln. Und die sind ja auch schon bei diversen Tagungsbeiträgen, auch bei unseren Tagungen, sicherlich auch Anna bei euch Thema gewesen. Aber klar, auch die sollte man sozusagen nach oben verdichten. Ne? Aber das ist einfach auch ein Punkt, da muss man ja auch ganz klar sagen, allein schon die vier Verbände jetzt haben ja unterschiedliche Schwerpunkte gelegt und haben auch zum Teil
bestimmte Themen sehr intensiv und einige nur weniger bearbeitet. Das ist ja auch logisch. Und ich finde halt, wir können da auch alle gut voneinander profitieren. Also, und da gibt es also jetzt bisher ein großes kollegiales Miteinander, was ich sehr positiv auch für die Zukunft finde. Also der DFA kann von Freelance profitieren und die DGPH vom BFF und kreuz und quer. Und das wird uns allen nützen und auch allen Mitgliedern damit nützen. Christoph Linsbach, ja. Ist das eine neue Meldung? Das ist eine neue Meldung. Ich hatte zwischenzeitlich die Hand schon mal runtergeklappt. Also muss es eine neue Meldung sein. Ja. Das Mikrofon anmuten bitte erstmal, sonst hören wir Sie nicht. Genau, sorry, ja. Wenn ich mich nochmal melde, aber ich fand den Punkt der Ansprache von Politik eigentlich nochmal ganz spannend. Und meine Frage geht darin, will der Deutsche Fotorat sozusagen seine Interessen nur über die gegenüber Bundesinstitutionen vertreten, das heißt gegenüber Bundesministerien? Und hier kann sicherlich agiert werden, nicht nur gegenüber dem Kultusbereich, der Bildungsbereich, Forschungsbereich und andere. Auch der Wirtschaftsbereich ist, glaube ich, interessant für den Deutschen Fotorat. Geht es nicht vielmehr auch um Länder und um kommunale Ebene? Das heißt, die Länder sind ja auch als Kulturminister versammelt und treffen sich regelmäßig. Und es gibt bei den Kommunen auch kommunale Spitzenverbände, die auf Bundesebene tätig sind. Also man muss nicht unbedingt an die einzelne Kommune denken, sondern an den Spitzenverband auf der kommunalen Ebene. Ist über das ganze Thema schon mal gesprochen worden oder greife ich da wieder zu weit vor? Sorry, also wenn ich das nochmal bringe. Ja? Ich würde schon sagen, es ist ein bisschen zu weit, aber ich zitiere jetzt mal kurz aus der Beschreibung des Kulturrats. Ist der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, ist Ansprechpartner der Politik und Verwaltung des Bundes, der Länder und der Europäischen Union in allen die einzelnen Sparten, also Bund, Länder, Europa. Also insofern, das ist ein bisschen die Antwort auf die Frage. Natürlich ist das weit gedacht, aber auch da müssen wir einen Schritt machen, anderen machen. Aber ihr wollt sozusagen nicht nur über den Kulturrat agieren, sondern ihr wollt als Fotorat gegenüber diesen Institutionen auch direkt agieren. Habe ich das richtig verstanden? Ja, was werden heißt wir wollen? Sehen. Ich meine, wir haben jetzt das erste Mal überhaupt so ein verbandsübergreifendes Vehikel. Ja? Und das eröffnet uns natürlich in vielen Dingen neue Möglichkeiten. Ja. Ich meine, hier wurde jetzt das Thema Europa kurz angerissen. Weiß denn einer von den Anwesenden, ob es so einen Dachverband in europäischen Nachbarländern gibt, wie den Deutschen Fotorat? Zweifle ich. Nächste Frage. Nee, weiß ich jetzt wirklich nicht. Vielleicht darf ich mich mal melden. Ich bin Mitglied der Deutschen Fotografischen Akademie, aber nicht als Künstlerin, sondern als Kuratorin, als Kunsthistorikerin ursprünglich. Ich bin seit Jahren in Culture Action Europe, Delegierte der IGBK, der Internationalen Gesellschaft für Bildende Künste, und bin auch in einem Fachausschuss des Deutschen Kulturrats Europa Internationales. Und die Lobbyorganisation in Brüssel, Culture Action Europe, hat um die 160 Mitglieder. Und mir ist aber nicht bekannt, dass es da speziell eine Vertretung für Fotografie gäbe. Mhm. Danke für diesen schnelle, qualifizierten Einwurf. Ja. Was wir alles wissen, wenn wir wissen, was wir wissen. Vielleicht könnte ja dann mal überlegt werden, ob einzelne Verbände Mitglied bei Culture Action Europe würden. Denn das ist eigentlich die wirksamste Lobbyorganisation, die wir auf europäischer Ebene haben. Und die vertritt alle Künste, alle Sparten. Aber ist das schon mal ein wunderbares Beispiel? Dann ist jemand aus dem DFA-Mitgliedschaft, hat da Expertise und kann das mit einbringen. Das ist doch toll. Okay. Danke. Ja, gibt es noch Fragen hier aus dem Zoom? Auf Facebook momentan noch nicht. Wenn es in Facebook Fragen gibt, einfach in die Kommentare posten. Ich würde wirklich sagen, also ich will das nicht abbrechen jetzt, aber ich denke, wir haben jetzt einen ersten Schritt getan und ich fände es schön, wenn wir uns relativ bald wiedersehen in dieser oder einer ähnlichen Runde und es dann auch vielleicht schon etwas konkretere Dinge zu verkünden gibt. Aber das ist jetzt so der erste Auftakt gewesen. Und
Insofern könnte ich mir vorstellen, wir machen weiter. Das machen wir wieder, genau. Das war ja eigentlich genau der Sinn der Sache, dass wir wirklich sehr schnell auch nochmal so ein bisschen mehr Hintergrundinfo geben können und mehr Neuigkeiten, wenn es mehr Neuigkeiten gibt. Genau. Und für jeden, der sich ein bisschen interessiert, kann ich die Webseite des Deutschen Kulturrats empfehlen. Das ist wirklich ziemlich ergiebig und man kann sich da auch in einen Newsletter eintragen. Ist auch interessant. Es ist zum Beispiel bemerkenswert, was da alles passiert jetzt ist in dieser Corona-Zeit. Die waren ja sehr aktiv in dem Bemühen, die schwierige Lage der Kulturschaffenden zu unterstützen. Nicht die schwierige Lage, sondern die Kulturschaffenden natürlich in der schwierigen Lage zu unterstützen. Also das ist eine lohnende Sache. Es sind interessante Newsletter und es wird zum Beispiel jetzt auch Bezug genommen auf das, was die Parteien sich vorstellen in der Kulturarbeit. Und man kann sich dann fragen, entspricht das dem, was ich möchte, wenn man am Sonntag sein Kreuz macht? Also da merkt man einfach, da steckt eine Power hinter, die man nutzen kann. Ja, das ist vielleicht, wollte ich gerade sagen, ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Dann erstmal herzlichen Dank an Agrip, ja, für die Zeit und die Informationen, auch an Jürgen Skriber und an alle Anwesenden hier und auf Facebook. Und dann schauen wir mal, was im Deutschen Kulturrat dann nächste Woche passiert. Und wenn es Veränderungen gibt, machen wir einfach nochmal ein Update in dieser oder ähnlichen Runde. Wunderbar. Ja. Tschüss. Herzlichen Dank und schönen Abend noch an alle. Tschüss.